Als Anspruch ist das sehr wichtig, Partner auf Augenhöhe mit den Eltern zu sein. Es beinhaltet aber auch ein Spannungsfeld. Und ich sage, alle drei Partner sind wichtig. Zuallererst das Kind und dann die Eltern und die Fachkräfte. Und ohne diese drei zusammen läuft keine gute Entwicklung. Und selbstverständlich kann auch das Kind Verantwortung für seine Entwicklung tragen. Wir können gar nicht umhin, die Anliegen der Kinder zu entschlüsseln. Sie sagen sie uns ja oft nicht. Dazu fehlt manchmal die Sprache, dazu sind sie vielleicht noch zu klein. Krippenkinder, denke ich jetzt. Aber wir Fachkräfte haben den Auftrag, herauszubekommen, was bewegt das Kind. Und dann müssen wir selbstverständlich in die Partnerschaft mit den Eltern gehen. Und wie gesagt, es gibt Spannungsfelder und ich würde auch nicht sagen, wir sind absolut auf Augenhöhe. Nein, das sind wir nicht. Aber Bindung ist ganz wichtig. Die Bindung zwischen den Akteuren, zwischen der Verantwortung der Eltern, zwischen der Verantwortung der Kinder und unserer eigenen Verantwortung. Ohne dass ich eine Beziehung finde zu den Eltern, die mir anvertraut sind, die oft aus einem total anderen kulturellen Land kommen, die muss ich ernst nehmen. Ich muss versuchen, mich hineinzufühlen. Was geht vor und was kann ich zusammen mit den Eltern für das Kind erreichen? Das ist wichtig. Es geht darum, was können wir erkennen, was möchte das Kind, wo sind seine Anliegen und die gilt es an die Eltern zu vermitteln. Und wiederum müssen wir von den Eltern erkennen, was haben die denn für Erziehungsvorstellungen. Das kommt darauf an, welchen kulturellen Hintergrund sie haben. Wie können wir erreichen, dass wir den besten Bildungsprozess für das Kind eingehen. Da ist selbstverständlich, da ist das Kind immer wieder Dreh- und Angelpunkt aller Bemühungen, auch Eltern zu verstehen und Kinder zu verstehen. Da möchte ich mich gerne orientieren an einigen Einrichtungen bei uns in der Stadt. Da gibt es einige Eltern-Kind-Zentren, die verfügen über viel mehr Räumlichkeiten. Da arbeiten auch zwar anteilmäßig gering, aber trotzdem, es arbeiten Psychologinnen mit, es arbeiten Ärztinnen mit und es arbeiten Sozialarbeiter mit. Und es gibt Begegnungsräume und diese Begegnungsräume, da bin ich ein absoluter Fan dafür, weil es muss einen Raum geben, wo sich Eltern einfach mal unter sich unterhalten können und auch mal sagen können, also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, was jetzt gerade die Kita letzte Woche gemacht hat. Es ist wichtig, dass eine Erzieherin Ansprechpartnerin ist, aber im Großen und Ganzen dürften die Eltern das völlig alleine tun. Denn wenn, so wie bei uns in der Einrichtung, es ein Foyer gibt und ich habe da eine Elternecke und ich lasse die Eltern sich hier hinsetzen, dann fühlen sich die Kinder gestört, denn die wollen mit ihren Bewegungsdingen, also mit kleinen Fahrrädern, mit Bällen möchten die sich da bewegen. Jetzt sitzen da aber die Eltern. Und deshalb ist es wichtig, in jeder Hinsicht Raum zu finden. Räumlichkeiten und Bewegungsfreiheit, gedankliche Bewegungsfreiheit und räumliche Bewegungsfreiheit. Dann versteht man sich auch ohne Sprache.